Hallo, meine Freunde, und schön, dass wir da am Start seid zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ich hoffe, euch geht es gut. Wenn das der Fall ist, dann lasst ein Däumchen da. Und wenn es nicht so ist, dann schreibt mal, was bedrückt euch? Ja, wir werden heute Wechselbrücke fahren und werden erstmal unseren Auflieger, nein, Anhänger holen. Ja, einen Auflieger machen wir ja nicht. Deswegen starten wir den Motor. Das Licht ist, denke ich mal, schon an. Wir werden Richtung Abendstunden fahren und mit der Spedition Hoffmann, ja, sind wir heute unterwegs. Ja, so sieht's aus. Deswegen holen wir unseren Auflieger. Hier in Fürth sind wir gerade. Der ICE steht schon. Und jetzt geht's erstmal los. Oh, schön, schön, schön. Da steht er. Wurde gerade aufgeladen. Wir haben gesehen, hey Maximus, der kriegt's nicht hin. Wir werden jetzt erstmal den Anhänger holen. Ich will mal Auflieger sagen. Was ist da los? Was ist da los mit Maximus? Aber ich bin heute nicht alleine. Juhu! Gut, gehen wir da erstmal hin. Licht ist an und dann holen wir das erstmal. Unseren kleinen, feinen Anhänger. Meine Güte, werde ich das irgendwann mal hinbekommen? Ich mag das hier. Ich mag das. Wollen wir von innen machen? Dann machen wir von innen. Hier mit unserer kleinen, mitlenkenden Achse da hinten. Ich glaube, das ist nicht gut. Und noch ein Stück nach vorne. Ah, und jetzt werden wir mal anfahren. Hier, Ecke an Ecke. So. So, jetzt sind wir dran. Ah, habt ihr gemerkt, ein kleiner Ruckler, das muss natürlich sein. Kleiner Ruckler muss immer sein. So, wir gehen mal auf die Karte und schauen mal, wo will er uns denn hinführen. Ich würde sagen, hey, wir fahren hier lang. Ja, wir fahren einfach mal ein bisschen durch die City. Hier noch ein kleine Wege hier auf der Promods abfahren. Und hier ist ja, glaube ich, die Militärbase, ne? Da werden wir mal so einen kleinen Schlenker machen. Und dann auf die A6 Richtung Heilbronn. Genau, wo müssen wir denn in Heilbronn? Hm. Ah, hier könnten wir gar nicht abfahren. Na gut, okay. Lass uns einfach mal fahren. Machen einen Warnblinker erstmal raus. Feststellbremse. Erstmal Feststellbremse reingehauen. Ja, jetzt habe ich mein Navi hier gar nicht. Uff. Werden wir es ohne Navi hinkriegen nach Heilbronn? Da habe ich denn mein Navi jetzt kaputt gemacht. Haben wir jetzt hier eine Werkstatt? Sieht danach aus, als hätten wir ja keine Werkstatt. Okay, lass uns mal auf. Ja, lass uns einfach mal hier fahren. Und mal gucken, ob wir vielleicht eventuell Schilder finden, die uns nach Heilbronn führen. Das wäre ja mal interessant. Das wäre ja mal eine kleine Herausforderung. Richtung Autobahn A6. Mal sehen, wo wir rauskommen. Also wenn ich jetzt so fahre wie sonst, dann, ja, dann verfahre ich mich. Wäre natürlich sehr ungünstig. Also, jetzt Richtung Schilder gucken. Hm. Hier sagt er uns Autobahn A73, da in die Altstadt. Wollen wir nicht fahren, Altstadt. Wir wollen Autobahn fahren. Das ist natürlich auch das Problem. Och, Hallöchen. Dass der Maximus gar nicht mehr sieht, wo X sind und wo wir langfahren dürfen und nicht. Okay. Muss trotzdem gucken. Ah! Ja, das ist natürlich. Man hätte die X drinnen lassen müssen. Na komm, 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 Baby. Ah, sehr ungünstig, was ich hier macht, aber was willst du machen? Ein ortsunkundiges. So, Heilbronn. Ach, da vorne steht's schon. Gucke an. Nanuchen, wir schaffen's. Ja, also. Warum? Weshalb, wieso? Was jetzt wieder nicht so richtig funktioniert hier mit dem Navi? Tja. Frag mal einen Fuchs. Weiß ich nicht. Ist sowieso jetzt gerade, habt ihr das auch bei manchen Mercedes-LKWs, dass hier die Anzeigen nicht richtig angezeigt werden? Ja, bisschen komisch. Oh, da geht das Richtung Autobahn. Okay, also du musst dich hier langfahren. Oh ja. Hauptsache, ich habe hier das Navi rausgemacht, das eine, und habe hier so einen Blitzerwarner drin. Auch sehr wichtig, ja.
Weil komischerweise kann ich den nur dort dran machen, wenn ich den jetzt ganz normal an die Scheibe hier, da die Blume hängt, dran mache. Dann hat er ein Problem und guckt irgendwie raus. Das sieht ja auch ein bisschen blöd aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt Richtung... Ach ja, ich wollte schon sagen, ja, siehst du, ich wusste schon, dass ich... Ach Mann, ja, ich weiß, ich hätte jetzt nicht gucken. Ja, hätten sie ja auch mal sagen müssen. Heilbronn ist ja jetzt auch mal keine kleine Stadt, ne? Ja. Ach, gucke an, die Deutsche Bahn. Sie fährt. Sie pünktlich fährt, das wissen wir nicht. Würzburg. Ah, komm, wir bleiben jetzt einfach mal. Nee, ich muss doch. Da stand doch Heilbronn, ne? Ich schaffe es auch nicht wirklich, mal nicht drauf zu glotzen, ne? Jetzt sind wir erstmal Nürnberger, auch gut. Na toll. Es ist grün, warum fährt er nicht? Warum fährt er nicht? Es war grün. Weil da das Auto steht, oder was? Was ist denn das für ein Auto hier? Der DAF? Was ist das für ein Auto? Ist der neu? Ist das der von Landwirtschaftssimulator? Vom Bausimulator? Hier irgendwie so ein Tong-Gerät? Schreibt das mal rein. Was könnte das für ein Fahrzeug sein? Mal wieder komplett überfragt. Das ist grün. Ja, toll. Ja, ist ja... Ganz großes Kino. Was macht der hier? Warum steht der einfach so? Warum ver... Hat der einen Motorschaden? Oder hat der irgendwas anderes? Er blinkt auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich will ihn jetzt auch nicht anschieben. Ich versuche jetzt einfach mal hier rüber zu kommen. Ich blinke jetzt einfach mal. Halt an! Ach, Entschuldigung, Mensch. Ich konnte es... So, ich bleibe jetzt einfach so stehen. Ich kann es auch nicht ändern. Ja, jetzt gab es auf jeden Fall... Der wollte nicht losfahren. Pleiten, Pech und Pannen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Läuft er wieder. Hier in Nürnberg ist auf jeden Fall ordentlich was los, ja. Wir versuchen jetzt einfach da an ihn vorbeizukommen und dann... Ich kann es eben nicht ändern. So... Puh. Oh, ich glaube, da haben wir überall Probleme. Nürnberg ist voll. Naja. So. Hier hoch. Stau, 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 Stau. Oh, links da. Ah, da vorne. Gut, alles klar. Da gab es einen Unfall. Alles gar nicht so wild. Zu wild. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren, muss ich sagen. Ich bin einfach nur geradeaus. Uiuiuiuiui. Ah, Polizei kommt. Woran es wohl gelegen hat, ey. Das fragt man sich jedes Mal, woran es gelegen hat, aber. Ja. Machen wir jetzt einfach mal. herrlich. Boy. Puh. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Mann, Mann, Mann. Es ist ja wieder eine Folge. Himmel, Arsch und Zwirn. Sind wir jetzt überhaupt hier? Man merkt aber, es ist schon irgendwie... sieht schön aus, aber irgendwie manchmal bei den Gebäuden merkt man so, ja, das ist hier schon eine Weile her. Ne? Ja, gerade die Gebäude vorhin,
bin schon ein wenig alt. Oh. Man jetzt steinreich. Eigentlich steinreich. Aber hier, das ist auch schön. Das sieht immer noch cool aus. Aber ich glaube, wir fahren heute so in die Abendstunden rein. Ich bin ja mal so, dass ich meistens immer so am Tage losfahre. Gegen 9 oder 10 und dann die Fracht annehme. Aber heute dachte ich mir, komm. Wir fahren heute Abend mal eine kleine Runde. Der Chef meinte, wir sollten noch ein bisschen was machen. Der Bereich. Ach, stimmt ja. Hier ist ja der kleine Bauernhof hier, ne? Stimmt. In Stein. Ja, wer kommt alles aus Stein? Seid gegrüßt. Ist hier gleich ein Militärstützpunkt von den Amerikanern. Haut das mal in die Kommentare rein. Ach, da ist er. USA. Hallo, hallo, aber da kann man leider nicht reinfahren in die Base. Ich glaube, da erwartet uns nicht viel. Na egal. So, wir machen mal Tempomat rein, 70. Dann gucken wir mal. Vielleicht werden wir hier dieses Warngerät heute nochmal hören. Ich habe das noch gar nicht gehört. Wenn, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, weil ich dann denke, mein LKW ist kaputt. Da irgendwas vibriert. Weil normalerweise werde ich ja eigentlich immer irgendwo geblitzt oder Dingsbum. Naja, wollte man nicht. Aurach. Aha, Aurich kenne ich. Aurach. So, Heilbronn, da ist die Autobahn, die A6. Da werden wir natürlich auch jetzt hier hochfahren. Das haben wir ja eigentlich schon vorher. Ich wollte mich nur noch mal 100% vergewissern. Ich brauche ein Navi, sonst verfahre ich mich. Verdammt noch mal. Ah, Käfer ist natürlich auch wieder am Start. Ach, hier mit den ganzen Windmühlen. Das ist schon schön. Da muss ich auch noch mal sagen, noch mal an hier den Sebastian und an Fabi. Hier mit den ganzen Wechselbrücken-Gedöns. Einfach nur klasse. Ja, und jetzt die ganzen Lackierungen, die jetzt noch dazu sind. Link unten in der Videobeschreibung. Ist immer wieder schön, jetzt noch mehr Auswahl zu haben. Auch jetzt, ups. mit den LKW-Lackierungen und. Es ist einfach nur traumhaft. Ja. Herrlich. Gerade, dass wir jetzt so viel Auswahl haben an den. Oh, ich könnte. Fahren. Ja, das machen wir mal. Jetzt hier mal einen kleinen Schnuppel abfahren. Nee, dass wir jetzt noch mehr Abwechslung haben, auch von den Anhängern. Mal sehen, was dann noch alles kommen für Typen. Dann Bundeswehr-Anhänger. In Olivgrün, in verschiedenen Formen. Ja, oder irgendwelche ja, Sachen. Raketenabschussbasis? Naja, nee, das wäre jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu viel. Aber hier Sanitäter mit dem Kreuz hier oben. Da technisches Hilfswerk, das wäre vielleicht auch noch ganz cool. Ja, warum nicht? Ah, das sieht so cool aus. Herrlich. Willkommen in Baden-Württemberg. Oh ja, der Olli zu tun. Man könnte ja auch dann noch andere Typen von Anhängern machen. Ja, es gibt ja so viel Schüttgut. Oder Getreide. Kann man ja auch machen. Ist halt so wieder da. So, hier machen wir jetzt ACC. Wollen auch mal ein bisschen arbeiten. Es irritiert mich aber wirklich. Und ja, dann ärgere ich mich jetzt selber ein bisschen, dass ich hier das Navi nicht drin habe. Dass ich nicht reagiert habe. Ich glaube, es war sowieso haft, ne? Nein! Ja, so ist es manchmal. Da ist man weg. Ich habe mich jetzt so ein bisschen hier in Heilbronn reingesetzt. Ja, so ist das manchmal. So ist das manchmal. Ups. Irgendwie habe ich mich.
Ja, keine Ahnung, was welcher Mod wieder Probleme macht. Mal geht es wieder nicht. Aber wenn er jetzt abstürzt, dann ist es gut. Naja. Gut, wir haben jetzt noch 9 Kilometer. Wir werden das hoffentlich ohne Probleme schaffen. Deswegen freue ich mich trotz alledem wieder auf das neue Update, dass wir alles erstmal rausschmeißen können und zu gucken, was läuft und was läuft nicht. Aber trotzdem nochmal Link unten in der Videobeschreibung von den beiden, Sebastian und Fabi, die hier die schönen Wechselbrücken ins Spiel gebracht haben. Das muss ich wirklich ja nochmal lobend erwähnen. Und da. Ach, hier müssen wir gleich reinfahren. Und gleich am Kreisverkehr. Gut, da vorne scheint die Firma zu sein. Da vorne das Weiß-Orange. Da sind wir gleich da. Ach so, was ich nochmal sagen wollte. Ich habe ja, wie gesagt, KI-Autos habe ich rausgenommen. Aber habt ihr auch hier diese Kästchen? Ist gar nicht, habe ich das schon gefragt? Naja. Das. Wer weiß, was da schon wieder ist mit Maximum, ne? Oh. Jetzt sind wir da. Bei Expert bringen wir unsere Ladung hin. Okay, dann ab zu Expert. Dann machen wir. Ach nee, nicht zu Expert. Ja, ne? Bei dem. Ja, dann machen wir eine Schnellabgabe, weil das ist mir jetzt alles zu kritisch. Dass es hier vielleicht nochmal abstürzt. Auch nicht. Hier, LKW, sieht super aus, ne? Schönes Gerät. So, wir haben es geschafft. Ach, abgegeben. Ja, manchmal ist da der Wurm drin. Vielleicht bin ich ja. Vielleicht mache ich ja heute einen Livestream. Aber ich denke mal eher, wir werden vielleicht morgen einsehen. Weiß ich noch nicht was. Lasst euch überraschen. Könnt ihr mal reinschreiben, worauf ihr Bock hättet. Also, mit diesen Worten mache ich erstmal einen Fisch und wünsche allen noch einen wunderschönen. Nee, Donnerstagabend. Ne? Bis zum nächsten Mal, sage ich. Haut rein, macht's. Bye, bye.